Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Hyrule Warriors. Wir sind momentan in den Wäldern von Firul und kämpfen uns da durch wieder mal Unmengen an bösen Schergen und sind auf eine Zauberin gestoßen, die wir so noch nicht kannten, auch nicht aus der Zelda-Reihe, Lana. Und hoffentlich finden wir raus, was hinter dieser Dame steckt. Ich würde sagen, wir kämpfen erstmal weiter. So, wir hatten die Dekuranas besiegt, gerade eben. Damit sollten die Gefahr durch das Gift gebannt sein. Vielen Dank. Ja, man tut, was man kann, ne? So, wie geht's weiter? Was kann ich hier looten? Der Südbaum und der Westbaum sind offen. Jo, dann kümmern wir uns mal um den Südbaum und den Westbaum. Die klingischen Truppen ziehen sich in Richtung Dekubaum zurück. Ach, geil, der Dekubaum. Ach Gott, nee. Man hat ja halt dauernd diese Zelda-Influenzen. Uah, was ist das denn? Das sind wohl diese Zombies. Ah, die machen einen auch sogar so bescheuert, dass man sich nicht bewegen kann. Okay. Oh Mist. Okay, man sollte auf Distanz gehen, wenn die einen bescheuert machen. Und dann zuschlagen. Ach, ich mache euch einfach mal mit A fertig. Das wird hoffentlich reichen. Jo, da fliegen sie weg, ne? Na, siehst du. Der Festungskommandant wurde gesichtet. Da ist er doch schon. Komm, du kriegst auch mal A. Hält ja die Schnauze da. Tong! Der Baum gehört uns. So, Link hat den Westbaum erobert. Link hat 500 Feinde besiegt. Man tut, was man kann. So, Achtung, ich muss hier wieder Materialien mitnehmen. Nicht übel, ich werde mich bemühen mitzuhalten. Ja, mach das. Power-up für den Bogen. Lana hat den Dekubaum erreicht. Soll ich auch mal den Dekubaum erreichen? Wo ist der denn? Ist das in der Mitte? Sie verbarrikadieren sich, dann umzingelt diesen Baum und vernichtet sie. Die Gibsons rücken in Richtung Dekubaum vor. Wir wissen, dass es nie gut ist, wenn irgendjemand in Richtung Dekubaum... Was sollen wir nur tun? Der Feind marschiert auf den Dekubaum zu. Ich beeile mich. Warte. Ich nehme nur gerade noch diesen Vorposten hier. Wir müssen den Dekubaum verteidigen. Koste es, was es wolle. Jo, ich bin dabei. Ich komme. Die Gibson-Truppen rücken in den Dekubaum. Besiege sie. Okay. Ich bin auf dem Weg. Moin. Ach, das sind diese Viecher hier, alles klar. War das der erste? Den ersten haben wir schon mal weg. Das ist schon mal gut. So, mein Freund, jetzt kriegst du erstmal ein bisschen Magie. Und wir sollten den Vorpostenhauptmann hier wenigstens noch wegknolzen, wenn wir schon mal da sind. So, wir haben leider nicht genug Zeit, jetzt das Ding einzunehmen, weil diese Gibbons da sehr schnell auf den Dekubaum zurennen. Da müssen wir doch einmal dagegen angehen. Sonst, wenn man jetzt wieder zu zweit wäre, hätte man jetzt wieder genug Zeit gehabt, dann hätte einer sich um diese Dinger da hinten kümmern können. Das steht uns aber gerade nicht zu, deswegen kümmern wir uns um unser Primärziel. Und das ist die beiden Dödel da fertig zu machen. Oh, das sieht gut aus, die haben nicht mehr viel Health. Da hauen wir da noch einmal rauf. So, und da auch noch einmal. Dann ist das auch geschafft. So, der Dekobaum wurde erfolgreich verteidigt. Man muss ja auch mal was schaffen, ne? Ein Glück, das sollte dem Dekobaum wertvolle Zeit verschaffen. Was haut so hier rum? Ich hab das Gefühl, unser Stab hat irgendwie plötzlich einen anderen Modus oder sowas. So, dann können wir uns ja um so ein paar... Genießt euren Triumph, denn am Ende erwartet euch nichts als Verzweiflung. Ja, wenn du das sagst. Ah, das sieht aus, als würde der Dekubaum brennen. Und das ist tatsächlich nicht gut. Pyrum hat den Dekubaum in Brand gesetzt. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Doch, Feuer! Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, er brennt tatsächlich. Der Dekubaum braucht Hilfe. Wie können wir diese Flammen nur löschen? Ich weiß das nicht. Kann ich irgendwas machen? Ich habe einen Feuerstab. Es ist nicht, bringt nicht viel. Lösche das Feuer des Dekubaums. Ja, witzig. Wie denn? Ihr seid lustig. Kein Wasser zum Löschen in der Nähe. Freut euch auf ein feuriges Ende. Okay. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Dekubaum verbrennt. Doch was können wir tun? Irgendwelche Ideen? Ich kann auch einer großen Fee fühlen. Wenn sie uns hilft, können wir alle retten. Okay, wir müssen die Fee finden.
Wo ist die Fee? Finde die große Fee. Die wird bestimmt da oben in der Ecke sein. Da kommen wir aber nicht durch. Also wird sie da nicht sein. Der Ostbaum ist offen. Okay, wenn der Ostbaum offen ist, wird die Fee wahrscheinlich irgendwo im Osten sein. Erstmal den Vorposten hier einnehmen. Ich tue ja schon mein Bestes. Entspann dich mal, Junge, da hinten. Also wenn unsere komischen Hyrule-Maggies es nicht mehr schaffen, alleine so gegen so ein paar Pnözen da anzukommen, dann haben sie es auch nicht verdient. So, hier. Mächtige Magien aus westlich von hier. Das könnte die große Fee sein. Da oben wahrscheinlich. Wir nehmen gerade mal das Ding hier ein. Hättest du gerne, ne? Du kleines Drecksvieh. Ah, nein. Hat mich wieder bescheuert gemacht. Hör auf, mich bescheuert zu machen. Auf den Festungskommandanten. So. Die Festung gehört uns. Okay, wir gehen weiter in diese Richtung. Da muss... Oh, jetzt kommt auch noch eine Skulptula. Aber ich glaube, die schaffe ich nicht. Zu viel auf einmal. Also man könnte sich jetzt eigentlich auch noch um diese Skulptula kümmern. Rauf da. Jo, ich spüre dort die Macht des großen Fee. Kämpfe dich durch die Monster und öffne das Tor. Na, seht ihr, wir sind richtig. Wenn wir die Fee geholt haben, können wir... Und dann noch die Skulptula da ist, können wir gucken. Ich glaube, wir haben noch nicht genug. Die Quelle der Göttin ist offen. So, jetzt haben wir genug umgehauen, damit die Quelle aufgeht. Da ist sie. Okay. Oh, ein Hühnchen. Ich will es gar nicht hauen. Link hat 1000 Feinde besiegt. Ich weiß, was passiert, wenn man Hühner haut in Zelda. Das kann nichts Gutes bedeuten. Welch unglaubliche Stärke. Die Göttinnen haben dir sicher Großes vorherbestimmt. Okay, lass uns mal hier die wunderbare Göttin Fee rufen. Da ist sie wieder. Ja, ich hab dich auch vermisst. Moin. Was machst du denn diesmal? Du hast auf jeden Fall Wasser bei dir da. Wir könnten das gebrauchen. Also ich schnapp sie in ein paar Regenwolken. Auch nicht schlecht. Und lässt es regnen. Coole Sache. Der Dekobaum sieht trotzdem nicht glücklich aus. Also wenn man so gebrannt hat, das kann nicht gut sein. Auch als Baum nicht, aber wir kennen das ja schon, der stirbt ja immer, der Dekobaum. Die Macht des Magiekreises hat den Dekobaum gelöscht. Sehr cool. Oh, das Feuer erlischt. Greifen wir mit allem an, was wir haben. Jo, geht los. Ich müsste gerade einmal nochmal zu Skulptulas, Leute. Oh, guck mal, wir sind gestärkt aus der Sache hervorgegangen. So, ist das nochmal so ein Vorposten-Kommandanten-Typ? Oh, ne, ist nochmal so ein Gibbon-Dödel. Ich hasse. Weg ist die Sau. Wo kommt ihr denn alle her hier? Aber ich dachte, hier wäre so ein Vorposten, aber hier ist keiner. Also weiter. Zwei weitere Kontrollpunkte sind offen. Wir machen uns hin auf den Weg. Noch so ein Gibbon. An den sollten wir nicht vorbeilaufen. Laufen. Sprechen und so, ne? So, ist der auch weg? Okay. So, die Vorpostenleute nehmen wir natürlich mit. Das ist ja klar. Ich glaube, das mit der Skulptula wird eng. Sag ich, wie es ist? Gibt es zu viel zu tun? Ah, wusste ich doch, die Skulptula ist geflohen. Egal, dafür können wir da unten das Ding jetzt noch einnehmen. Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir den gerade mit. Gehört uns der Baum auch. Wieder eine Quelle des Bösen dann versiegelt. Ratz, da kriegst du mal. So, okay, das war das. Dann müssen wir hier entlang. Gib mir alles, was ich hier so finde. So. Erstmal den Weg dahin finden. Da oben lang. Da geht's nur runter. Okay, aber es sieht schon sehr blau aus. Ich glaube, so weit hatten wir den Schlachtfeld auch noch nicht runterdezimiert, dass das nur noch unsere Leute waren, ey. Sehr gut.
Na, hier über die Bäumchen. Ihr seht auch, wie schnell man mal Material liegen lässt, ne? Das ist ratzefatze passiert das. So. Bitte Gibbon-Viecher wieder. Weg mit euch. Wenn man dann so am Siegen ist, ist die Musik auch cool. Also richtig cool. Das ist dann so schöner, schneller, angemetteligter Zelda-Rhythmus. Das ist cool. So, also bis jetzt überzeugt mich das. Wir sind zwar erst in Schlacht Nummer 3, glaube ich. Oder 4. Aber es ist cool. Und es macht Laune ohne Ende, muss ich einfach mal sagen. Wäre es für mich ein Grund, eine Wii U zu kaufen, wenn man auf diese Art Spiele steht oder wenn man überhaupt ein Fan von der Serie ist, von Dynasty Warriors und Zelda mag, dann würde ich sagen, ja. Vor allen Dingen, weil uns da ja ein Open-World-Zelda ins Haus steht, bald auf der Wii U, wenn das dann mal erscheint. Insofern ist da ja noch Raum. Zu überbrücken, bis es soweit ist, kann man sich auf jeden Fall hier mit ein bisschen über Wasser halten. Das ist schon nicht schlecht. Das ist die Festung von ihm. Wo ist er denn? Ah, der Zauberer ist geflohen. Feiges Sau. Heuchelt deine normalen Leute. Und ihr seht, unsere Hyrule-Menschen sind hier... Er ist uns entwischt. Sind hier am Leuchten. Das heißt, die sind glücklich. Festungskommand. Oh Mann, ich wollte ihn noch wegmachen. Was bist du denn für ein Dingens? Oh, das kann doch nur Goma sein. Oh, wie geil. Goma. Ihr erinnert euch noch? Der erste Endgegner von Ocarina of Time. Ich mach erstmal den Festungskommandanten weg. Hat Vorrang. Dann gehört uns nämlich die Festung. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir Goma anvisieren und ihr rechtzeitig ins Auge schießen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Die Mucke ist echt gut. Oh, holy shit. Okay. Hinter und rauf auf die Sau. Oh, einmal weg. Also wir dürfen uns von ihrem Laserstrahl nicht treffen lassen. Oh. Was macht sie denn jetzt? Ja, tschüss, ne? Wie hat sie denn das gemacht? Jetzt ist sie in den Dekobaum. Goma ist zum Dekobaum gesprungen. In den Baum auch rein. Und von oben da rein gefallen. Das ist das Geile. Goma greift den Dekobaum an. Ja, das wollen wir erstmal sehen, Mädel. Ich bin ja schon auf dem Weg. Aber das ist ein bisschen weit weg, Bro. Das dauert einen Moment. Aber wir können bestimmt... Ungeheuer, wir brauchen Hilfe. Ja, ja, ich bin ja dabei. Ich bin dabei. Warte. Die Moral der hylianischen Truppen sinkt. Ja, würde mich auch... Meine Moral würde auch sinken, wenn auf einmal so eine Spinne angesprungen kommt. Und mir ordentlich die Fresse poliert. Jedes Monster hat seine Schwachstellen. Man muss sie nur finden. Okay. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist ihr Auge. Zonk! Seht ihr? Das läuft. Mach mal hier A, dann kriegt sie bestimmt sowieso das riesige Auge ins Visier nehmen. Jo, haben wir gemacht. Also, weiter, weiter, weiter. Bam, 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 bam. Der Stab braucht zu lange. Kann man nicht so schön schnell angreifen. Oh, weg, 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 weg. Die haut wieder. Oh. Hilfe! Ja, ihr müsst auch in Deckung gehen, wenn ihr schon seht, dass sich das Ding bewegt. Dann solltet ihr vielleicht nicht einfach stehen bleiben. Sie ist ein bisschen aggressiver als in Ocarina of Time. Da hat sie ihre Eier gelegt und mehr hat sie eigentlich nicht gemacht. Ich habe den Hyrule-Hauptmann gerettet. Ach so. Au, Kacke. Ausgerechnet jetzt, wo sie den Strahl gemacht hat, habe ich sie unterbrochen. Sie schießt Gift, habe ich sie unterbrochen. Der Dekobomb wird nicht fallen, Mann. Kein Vertrauen mehr, ne? Zur Jugend hier. Na los. Rauf auf die Sau. So, reicht das schon? Oh, direkt in die Iris. Jetzt ein bisschen an Duke Nukem denkt, naja, er kickt immerhin das Ding nicht weg, aber das Auge wäre auch ein bisschen arg groß gewesen, um es wegzukicken. Goma wurde besiegt. Es ist alles blau. Ich würde sagen, die Schlacht haben wir gewonnen. Ausgezeichnet. Zauberhaft, du hast dieses Monster besiegt. Ja, das hast du gut erkannt, Proxy. Ihr habt tapfer gekämpft. Du.
Ja, die Schlacht haben wir wohl gewonnen. Ich hatte gehofft, Prinzessin Zelda hier zu finden, aber diese Hoffnung war vergebens. Oh, sie scheint aber auf jeden Fall eine gute zu sein. Wo ist sie nur? Mögen die Göttinnen sie beschützen. I don't know, was da abgeht, aber... For generations, Hyruleans have told the tale of the war across the ages. Mhm. This is how it begins. Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. That is, until a unique soul caught her attention. The soul of the hero of legend, eternally reborn when Hyrule's need is greatest. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the Gate of Souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Haben sie sich ja echt ganz cool was ausgedacht. Also die Geschichte soweit ist ja auch nicht mal schlecht, ne? So, Schlacht gewonnen. 1624, 1419 besiegt, 6888 Rubine. Kommen wir inzwischen auf 29.089. Na siehste. Ein Ritterschwert gefunden. Einen neuen Feuerstab, der auch so eine coole bring erst 3000 Gegner um, dann zeige ich dir, was ich kann, Fähigkeit hat. Das wird interessant. Ein Langschwert mit Erfahrung plus sehr coole Fähigkeit. Wir haben bekommen das Gibodo-Schwert nur einmal, was mich wundert, weil wir, weiß ich nicht, wie viele Tausende davon umgebracht haben. Gomas Säure, ja, das reicht mir, wenn ich das einmal habe. Dann haben wir Gibodo-Bandagen, 10 Stück, okay, davon haben wir ein bisschen mehr. Und Metallplatte, 21 Stück. Ab sofort kannst du auch als Lana spielen und einen neuen Charakter. Waffe erhalten, Zauberbuch des Geistes. Das magische Buch errichtet Wände zwischen den Dimensionen. Mit dem starken Angriff springst du nach vorn. Springst du in eine magische Wand, kannst du einen besonderen Angriff ausführen. Okay. Du. So, du kannst nun die Waffenkammer verwenden. Dort kannst du Waffen kombinieren und ihre Fähigkeiten übertragen. Drück Plus, um in den Bazar zu gehen. Das zeige ich euch auch gleich mal. Das wird wahrscheinlich genau noch so sein. Die Zauberin des Tals, okay. Oh. Das ist ja mal perfekt abgestimmt hier. Ja, ist ja gut. Kreischt doch nicht so viel. So, ihr habt das gehört. Der Hankri, dann machen wir doch hier perfekt jetzt einen Break nach der Schlacht. Sauber und clean. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.